Schöne Grüße hier vom Flughafen Barcelona. Was passiert jetzt bei Elo und Mops? Ich sag nur, bleib dran! Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick den Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Da sind wir doch. Land in Sicht. Viva España. Jeder Deutsche kennt Spanien. Nicht jeder Deutsche war vielleicht dort, aber ich wette drauf, jeder Zweite war schon mal in Spanien. Und jeder, der an Urlaub denkt, denkt an Viva España. Und auch wir waren schon auf Malle. Wir waren schon auf Ibiza, ich war früher auf Lloret de Mar, also ganz in der Nähe hier sogar. Und Formentera, dort hat Mops den Heiratsantrag bekommen. Wir waren schon zweimal auf Formentera und ja, finden es einfach atemberaubend. Jetzt sind wir hier. Der Lotsi kam gerade eben schon mit dem Schiff hier vorbeigefahren. Also das möchte ich auch noch mal ganz kurz nachreichen. Vielleicht ist es noch nicht ganz so erklärt worden von mir. Also jeder Hafen schickt im Prinzip einen Kapitän, einen Lotsen raus. Der geht dann an Bord. Der Kapitän, der eigentlich von hier, ja, von in diesem Fall von Civitavecchia, bis nach Barcelona rüberfährt, der kann dann abdanken, kann sich zur Ruhe setzen. Hier der Lotsi, der kennt einfach das Pier, der weiß ganz genau, ah, da und da muss er einschlagen, bei dem und dem Wetter. Und das ist eigentlich auch mal eine interessante Info. Wir freuen uns hier. Und hier ganz in der Nähe, vielleicht seht ihr da hinten das Licht über dieser Laterne, hier ist auch ein Flughafen. Natürlich ist hier auch ein Flughafen, aber ich möchte es ganz kurz erklären. Wir bekommen hier Besuch. Und darauf freuen wir uns. Ja, gerade sind schon vereinzelt welche losgefahren und gerade kam einer zu mir, ja, sagte, hey, fahr doch. Ne? Und ich dachte mir, nee, bevor hier der Einweiser sagt, fahr los, fahre ich hier gar nicht los. Ne? Ja, Leute haben es natürlich auch eilig, ne? Terminfracht und so weiter. Hochgepumpt sind wir noch, waren wir ja die ganze Zeit. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, wo kommen wir unter. Ist jetzt alles ein bisschen schwer für uns. Aber erstmal hier runterkommen, mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Das Toilettenpapier steht jetzt hier nicht mehr. Entweder wurde es aufgebraucht oder nach Spanien verfrachtet. Möchten Sie die Länderinformationen halten? Ja. Und zwar Spanien, Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen, Ortsgebiet 50, außerorts 90, Autostraße 100, oh, es wackelt, und Autobahn 120. Auch hier 0,5 Promille Warnwestes mitzuführen. Ersatzbirnen sind mitzuführen. Und natürlich die Landesvorwahl plus 3,4. Ja, wir sind jetzt hier, was uns direkt auffällt, ein blaues Kennzeichen. Also wir haben gesehen E, das ist uns schon klar, aber ein blaues Kennzeichen hat er hinten, vorne nicht. Wissen wir gerade nicht, was das bedeutet. Und hier sind wir hier vorne und da vorne ist ein Riesenrad. Also es sieht schon schick hier aus, muss ich sagen. Gerade in vierspurig auf einen dreispurigen Kreisverkehr abgebogen, der innenliegend noch mal zwei Spuren hat. Also ein Kreisverkehr insgesamt mit 5 Spuren. Auch nicht schlecht. Noch nie gesehen. Ja, hier sehen wir ein Taxi und das hat auch blaues Kennzeichen. Das ist doch mal idyllisch. Gleich an der Tanke. Gleich hinten, wo man das Wohnmobil vielleicht waschen könnte. Ja, wir mussten gestern einen Kompromiss machen, Leute. 9:30 war es, der mir geht eigentlich so um 8:30, 9:00 geht er ins Bett und wir stehen hier direkt, ja, bei der LKW-Verladung. Ja, so in der Nähe hier von Decathlon und ja, eine Sache bemerke ich direkt, was ich hier sehe. Ich habe in Italien gesehen, 1,68 oder 1,65 war der Spritpreis. Was steht da hinten oben drauf? Aber, jetzt bin ich ganz kurz irritiert, jetzt gehe ich mal ganz kurz näher mit euch. Also da hinten wäre es jetzt gar nicht so schlimm. Ich glaube, da steht auch, ist dieses, wie heißt es? Gasöl Premium? Nee, das ist es wahrscheinlich nicht. Ich weiß noch gar nicht, was hier ist. 98, da muss ich mich erstmal schlau machen. Aber hier gibt es auf jeden Fall andere Preise, aber das flackert ja gerade eben hier. Ja, da hinten ist Decathlon, also ja, der Kompromiss war halt hier. Hier war das Licht, Kameras von der Tankstelle. Ist jetzt halt so, sind wir hier geblieben,
Ist aber auch nicht schlimm gewesen. Ab und zu höre ich mal so ein Auflieger oder so einen Sattelzug wenden, dann quietschen die Reifen so über den Boden. Das kenne ich so von uns, von damals, von meiner Arbeit. Und ja, was ist hier eigentlich zu tun in Spanien als allererstes? Ja, natürlich. Ich war ja in Italien, die ersten 2-3 Tage war ich ja so, nicht so unterwegs, sondern andersrum unterwegs. Ich muss das Ding wechseln, klare Kiste. Hätte ich vielleicht dann schon in Italien am Hafen machen können, habe ich aber gar nicht dran gedacht. Das mache ich jetzt. Ja, wir schleichen uns hier in Barcelona durch die engen Gassen, um eine Kaki zu besorgen. Wir wollten eigentlich zum Lidl-Mops, oder? Ja, genau. Wir standen ja an dem schönen Parkplatz, beziehungsweise an der schönen Tankstelle. Und wir wollten gerne Kaki haben und Illo sagte, ach komm, lass einfach zum Lidl, hier ist einer in der Nähe. Und ich so, ja, okay. Ja, aber die Lidl, das waren so kleine Dinger. Also was heißt kleine Dinger? Aber es gab nirgends so eine Möglichkeit zu parken, also hier mitten in der Innenstadt. Ne? Ja. Der eine Lidl, da war irgendwie gar kein Parkplatz, ne? Das war richtig in der City. Und der andere Lidl, da war eine Tiefgarage, wo wir halt auch nicht reinkommen. Jetzt haben wir aber irgendwie so ein paar Meter weiter gefahren. Jetzt konnten wir an so einem kleinen Obstladen, konnte der Illo jetzt hier nebenan halten und ist dann schnell reingesprungen, weil ich bin auch noch in Schlafmontur, weil das war nämlich gerade so, ach komm, lass schnell einfach auf den Lidl-Parkplatz, dann können wir da in Ruhe frühstücken, haben alle Sachen fürs Frühstück. Ja, und in der Zwischenzeit hatten wir dann jetzt hier schon eine Städtetour und haben uns hier, hier fahren wir gerade zufälligerweise wieder an einem Lidl vorbei und wie ihr seht, hier ist nirgendwo eine Parkmöglichkeit. Also gar nicht machbar, hier irgendwie mit einem großen Fahrzeug zu halten, geschweige mit einem kleinen Fahrzeug irgendwo zu halten. Das ist wirklich hier fußläufig erreichbar. Wie ihr gerade seht, hier ist wirklich alles eine knappe Kiste. Hier sind Bäume, hier sind Fahrzeuge. Ja, und das alles frühmorgens um 9:45. Viertel nach zehn, ganz entspannter Morgen. Und wir sind ja schon, weiß ich nicht, jetzt halbe, dreiviertel Stunde unterwegs. Ja, durch die engen Gassen abziehen. Also Illo fährt jetzt hier mitten auf dem Gehweg. Das Kompromisse schließen jetzt hier. Wir wollen eigentlich nach Ikea, ne? Genau, das Problem ist, man kommt hier nicht bei Ikea drauf. Da sind überall Tiefgaragenparkplätze, 2,20 Meter Höhenbegrenzung. Das heißt, wir kommen hier nicht drauf. Da wollten wir jetzt gerade an der Tankstelle drehen, hatten da vorne so ein Plätzchen gesehen und dachten, ach, vielleicht können wir jetzt hier lang. Und jetzt fahren wir mitten auf dem Bordstand. Vielleicht können wir da runterfahren. Ja, wir sind ja Fußgänger, also auch wir sind Fußgänger, ne? Man muss mal, ne, den Ausländerbonus hier ziehen lassen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Jetzt müssen wir ja natürlich auch nicht die Felgen kaputt fahren. Die guten Felgen, ne? Oh, ja, ja. Alles knappe Kiste gerade hier. Und man könnte sich vielleicht hier drüben hinstellen. Ja, ja, hier müssten wir uns vielleicht hinstellen. Hier würden wir gut reinpassen, ne? Genau, genau. Ja, wir lassen jetzt mal das Wohnmobil da hinten stehen. Wir haben hier ein gutes Gefühl, standen ja auch lange, konnten alles beobachten und uns zieht es natürlich jetzt wieder nach Ikea. Ah, ja, was könnte man dort machen? Essen und Mops möchte bummeln. Ja, was ist denn eigentlich heute so grob unsere Aufgabe? Unser Besuch kommt heute Abend mit dem Flugzeug, ich glaube um 23 Uhr an. Und unsere Aufgabe ist eigentlich nur, ja, in der Nähe vom Flughafen Plätzchen zu finden, wo ich kann schon mal sagen, sie abholen kann, zu Fuß irgendwie da stehen kann. Ich habe schon überlegt, ja, vielleicht mit einem Roller oder vielleicht kann ich auch irgendwie ein Fahrrad oder zwei Fahrräder oder wir lassen ein Fahrrad dort, fahren dann irgendwie und ich fahre dann mit dem Fahrrad dorthin. Mops wird wahrscheinlich dann schon ja mit dem Mian im Bett sein und ja, dass wir das dann irgendwie hinkriegen. Und ja, so ein bisschen halt erkunden irgendwie und dann wissen wir nicht, dann wollen wir am nächsten Tag eine Unternehmung machen, da muss das Fahrzeug sicher stehen. Also eigentlich müssen wir das vorbereiten, aber es ist jetzt schon irgendwie recht spät am Tag, ist schon ja, 2:30, glaube ich, oder sowas. Ne? Und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir doch ein bisschen Tempo hier reinlegen. Bei uns ist jetzt Mittagessenzeit im Ikea und das ist das erste Mal, dass wir Mittagessen. Wir hatten sonst immer unsere Hotdogs oder sowas geholt, aber ich habe beim letzten Mal gesagt, nächstes Mal möchte ich mich richtig hinsetzen bei Ikea, was ordentliches essen. Und hier gibt es so ein schönes Menü mit so vegetarischen Bällchen, haben wir auch ganz viele gekriegt. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Für Mian haben wir Pommes auch mit diesen Bällchen.
Und dazu, da sollten wir uns noch ein Wasser oder halt so ein Teil hier nehmen. Das ist noch mit dabei wohl im Preis. Jeder hat noch einen frischen Orangensaft und dann haben wir uns noch so vegetarische Wraps mitgenommen. Ja, hier draußen warten sie schon die Haie, um ein Taxi zu vermitteln. Wo wir gerade bestimmt 5-6 Mal angesprochen. Wir sind jetzt hier wieder am Wohnmobil und hier ist einer von der Straßenreinigung. Der kam gerade zu mir, sprach mich auf Spanisch an und der sagte, hey Junge, hier in Barcelona, pass bloß auf, die klauen wie die Raben. Gerade hier mit deinen Fahrrädern, weil ich lief gerade so ums Fahrzeug rum. Das mache ich immer, wenn ich angekommen bin. Und da kam er halt gerade und ja, dann finde ich auch cool mit diesen ganzen Apps und sowas, mit Google Übersetzer und so weiter. Dann konnte ich ihn das so einsprechen lassen, er spricht es ein. Das Ding hat es perfekt übersetzt, also das ist echt super. Und ja, für heute Nacht habe ich ja gesagt, werden wir uns am Flughafen positionieren. Die nächste Nacht müssen wir mal gucken, dass wir dann sicher stehen, wenn wir uns hier so ein bisschen bewegen wollen. Ist ja logisch. Wir waren ja shoppen bei IKEA und zwar wollte ich unbedingt diese Decke noch haben. Die habe ich jetzt hier gekriegt. Davon haben wir ja schon eine. Wir wollten aber gerne noch eine zweite haben. Dann habe ich diese Teile geholt. Die haben wir auch schon. Da wollte ich aber noch mehrere von haben. Die sind super praktisch, finden wir. Zum Beispiel während der Fahrt machen wir da öfters unsere Drohne rein, machen das dann irgendwo an der Küche zum Beispiel fest und dann ist die da sicher und kann halt währenddessen laden, weil wir da auch einen USB-Adapter haben. Deswegen, ich glaube, ich brauche nur eine, aber ich habe vorsichtshalber mal zwei genommen, weil man kann die für irgendwas immer zweckentfremden oder ich habe schon für Mian da irgendwie sowas hingeklemmt oder so. Ja, da Basilikum oder so. Genau, Basilikum-Töpfchen da reingemacht und an den Haken hingehangen. Ja. Also ich finde die super. Und selbst wenn man ein richtiges Zuhause hat, wir haben ja ein Wohnmobil zu Hause, hat man ein häusliches Zuhause, kann man die auch irgendwie nutzen. Zum Beispiel im Kinderzimmerbereich oder im Hobbybereich kannst du ja da Stifte reinmachen. Also die sind wirklich super und super günstig, 1,50 so ein Teil. Ja, wir haben nochmal ein Pack Trockentücher mitgenommen, weil ne, mit der Wäsche, es ist immer so eine Sache. Und dann haben wir lieber noch mal 4 Stück in petto. Wir wollen nämlich auch nicht Trockentücher irgendwie 2 Wochen oder so gefühlt nehmen. Wenn sie manchmal durch sind, sind sie durch. Und das sind ja dann auch einfach so Dreckschleudern, ne? Eine Tasse haben wir noch mitgenommen, weil wir haben nur 2 Tassen. Und Mians Tasse ist kaputt gegangen, wo Mian drauf stand. Davon weiß er noch nichts. Und wir brauchen mal eine dritte, ne? Deswegen, ja, genau. Und was ich persönlich ganz, ganz toll finde, das habe ich entdeckt, ein Lebkuchenhaus gab es dort. Das habe ich geholt und dann gab es einmal das hier quasi. Dann gab es hier so ein Deko-Set noch, wo alles mit bei ist. Also weißes Zeug, hier so Smarties und sowas. Und dann noch der Kleber. Das finde ich eine super Sache. Da kann ich mit ihm mal so ein Lebkuchenhaus machen. Das Lebkuchenhaus mit dem jetzt zusammen, das kam 10 Euro. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch eine schöne Sache, das mal mit seinem Enkelkind zu machen oder mit seinen Kindern oder mit den Kindern, je nachdem wie alt die Kinder sind oder wie alt ihr schon seid und ob eure Kinder groß sind. Ja, das war's gewesen. Für alles haben wir, glaube ich, 50 Euro bezahlt. Ja, da sind wir jetzt hier am Flughafen. Schon mal vom Wetter schöne Aussichten für morgen. Das wünschen wir uns natürlich. Die große Frage ist natürlich jetzt, ja, wo ist der Ankunftsflughafen? Terminal 1, Terminal 2? Wir haben jetzt mal so ein bisschen recherchiert. Es müsste 2B sein da vorne. Die Leute, die schon mal hier waren, die kennen sich natürlich aus. Und hier links ist natürlich ein riesengroßer Parkplatz. Ich habe hinten auch mehrere Wohnmobile gesehen, die dort stehen. Ich möchte mal jetzt gucken, weil ja, wo positioniert man sich am besten, wenn man dann Besuch kriegt in Barcelona? Habt ihr diese Frage schon mal beantworten müssen? Also ich auf jeden Fall noch nie. Ich will jetzt mal gucken, wie sind jetzt hier die Kurse, die Preise? Was können wir machen, wenn das jetzt nicht so teuer ist? Und wahrscheinlich ist es auch nicht gestattet, hier auf diesem riesen Parkplatz dann zu schlafen. Aber wir machen es dann einfach. Ne? Man muss doch mal das Auge zudrücken können oder mal 5 gerade sein lassen. Deswegen, ich guck mal, dass ich jetzt hier irgendwie Infos kriege, weil einfach jetzt dahin fahren macht ja auch keinen Sinn. Ich schau mal drauf. Ja, ich habe mir das Ganze jetzt mal hier übersetzt. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Also bis zu 30 Minuten zahlt man 7 Cent oder was? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Und hier bis 4 Tage 26 und ab den 5. Tag dann nur noch 20? Jetzt bin ich gerade total überfragt. Jetzt brauche ich mal noch irgendwie hier Infos. Weil so billig parkt man dann am Flughafen? Das kann gar nicht sein. Das ist doch unmöglich. Das gibt's ja gar nicht. Ach, hier sind sie übrigens, die ganzen Vögel, die Richtung Süden geflogen sind. Hier sind sie. Und wir zum Glück auch.
Ja, wir sind jetzt hier wieder am Flughafen. Wir haben gerade so ein bisschen was ausgekundschaftet, waren noch mal einkaufen gewesen. Illo hatte sich übrigens vertan, also 7 Cent die Minute kostet das. Tageshöchstsatz ist 26 Euro. Wir werden heute hier nächtigen, weil unser Gast ja heute Nacht kommt. Und so ist es einfach am besten. Und was uns gerade so ein bisschen verwundert hat, wir wollten ja in die Schranke rein und mussten eigentlich eine Karte ziehen. Auf einmal hat hier unser Maut-1-Gerät gepiepst und dann ging die Schranke hoch. Das heißt jetzt irgendwie, wir mussten jetzt nicht zahlen. Das heißt, wir sehen jetzt aber auch erstmal nicht, was abgerechnet wird. Aber Tageshöchstsatz ist Tageshöchstsatz, würde ich sagen. Ja, und kommen wir hiermit so raus, ne? Das ist auch eine gute Frage. Und ja, rauskommen wir, wenn wir keine Karte gekriegt haben. Aber wir waren jetzt echt verwundert, dass das sogar hier am Flughafen in Barcelona funktioniert. Wir warten, es ist 11:30 Uhr. Ankunftszeit 23 Uhr eigentlich. Wo ist sie? Sie wird irgendwann durch diese Tür kommen. Wer es ist und was wir hier so vorhaben, wie lange sie bleibt, all das erfahrt ihr im nächsten Video hier bei Illo und Mops. Ciao!